Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen. Kennen Sie das Problem mit den leergelaufenen Akkus immer dann, wenn Sie Ihr Telefon, Ihr Smartphone im Allgemeinen am dringendsten brauchen? Ja, ich glaube, dieses Problem kennt jeder und genau deswegen darf ich Ihnen jetzt eine Powerbank für Ihr iPhone, für Ihr Handy im Allgemeinen oder auch für andere USB-Geräte zeigen. Mit 2200 mAh und das in der dezenten Farbgebung schwarz. Jetzt müssen Sie sich nie mehr über einen leeren Akku ärgern. Und Sie kennen das, Sie sind unterwegs und ausgerechnet, wenn Sie dringend telefonieren müssen, macht der Akku Ihres Smartphones schlapp. Und die nächste Steckdose ist viel zu weit weg. Übel auch, wenn die eBay-Auktion ausläuft, Sie auf eine WhatsApp-Nachricht oder eine SMS warten oder die Navi-App nutzen möchten. Und damit ist nun Schluss. Mit dieser handlichen Powerstation haben Sie immer Ihre persönliche Notstromversorgung dabei. Laden Sie den Akku Ihres Mobilgerätes einfach wieder auf. Unterwegs auf Reisen, im Urlaub, bei Trekkingtouren, auf der einsamen Berghütte oder beim Shoppingbummel in der Stadt. Auch Ihre Freunde werden dankbar sein, wenn Sie ihnen im Notfall aushelfen können. Tanken Sie den integrierten Lithium-Ionen-Akku bequem an Ihrem PC oder Notebook oder am einfachsten am Original-USB-Netzteil Ihres Mobilgerätes auf und schon ist Ihre Reserveenergie wieder startklar. Liebe Zuschauer, das wird Ihnen sehr viel Zeit, Geld und Nerven sparen, aber es ist nicht der einzige Artikel aus einem wirklich breit gefächerten Sortiment. Deswegen schalten Sie doch einfach mal um auf unseren Fernsehsender Pearl TV. Natürlich sind wir im Kabel für Sie zugegen, Sie finden uns auch über den Satelliten und natürlich auch jederzeit im World Wide Web, also im Internet unter www.pearl.tv mit weiteren Top-Angeboten und wir würden uns freuen, wenn wir Sie an anderer Stelle ein weiteres Mal begrüßen dürfen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen ganz viel Freude mit Ihren Mobilgeräten, denn jetzt haben Sie das Problem mit den leergelaufenen Akkus schlichtweg gelöst.